geht es darum, zuerst einmal das Bewusstsein des Betroffenen zu überprüfen. Dabei gehen wir hin und rütteln an ihm, an den Schultern, sprechen ihn an und erwarten eben eine Reaktion. Hallo? Hallo, kannst du mich verstehen? Hallo? So erfolgt diese nicht, haben wir festgestellt, dass die Person eben nicht bei Bewusstsein ist. Als nächstes erfolgt die Feststellung, ob eine Atmung vorhanden ist, eine normale Atmung oder nicht. Dazu wird der Kopf überstreckt, damit die Atemwege frei sind. Wir setzen unseren Kopf über den Mund. So können wir an der Wange entweder spüren, ob er atmet, wir können es hören. Gleichzeitig geht unser Blick in Richtung Brustkorb, ob sich dieser hebt oder senkt. Dies machen wir ungefähr 5 bis 10 Sekunden, um festzustellen, ob die Person normal atmet. Es ist notwendig, weil wenn jemand zum Beispiel nur sehr langsam atmet und wir sehr nervös sind, kann es vorkommen, dass wir nur sehr kurz diese Atemüberprüfung durchführen und denken, es ist keine Atmung da und sofort mit der Herzrhythmusbelebung anfangen. Das wäre aber falsch. Wir sollten uns also immer diese 5 bis 10 Sekunden nehmen, um die Atmung zu überprüfen. Wir haben jetzt hier festgestellt, es ist keine Atmung vorhanden und beginnen dann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung.